Hallo Freunde, hallo Weeper, hallo Neuankömmlinge auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um meinen bewegten Bildern und meinen Worten zu folgen. Es dreht sich heute um die Sky Solo Plus, die Tube aus dem Hause Vaporesso. Und ich habe die jetzt schon den ganzen Tag getestet, mehr oder weniger, weil ich ja, wie ihr wisst, mit so hoher Leistung nicht ballern kann. Ich habe ja auch kleinere Colts mal reingetan, das klappt also auch vorzüglich. Aber sie wird ja geliefert mit zwei Mesh-Colts, und zwar, was war, jetzt muss ich mal kurz aufmachen. Ich da jetzt was Falsches sage, da kann man es nicht lesen. Und zwar mit 0,18 Ohm Mesh-Colts. Somit wird sie ausgeliefert. Aber ich habe, wie gesagt, auch zwei andere Colts getestet. Auch da macht sie eine gute Figur. Und zwar gibt es unter anderem bei Vaporesso so eine Kette, wo man unterschiedliche Colts nutzen kann, die natürlich alle hier reinpassen. Und zwar einmal 0,4 Ohm, 0,15 Ohm, 0,2 Ohm, 0,15. Dann nochmal 0,5, 0,3, 0,18, 0,2 Ohm. Und dabei sieht es unterschiedlich aus. Es sind einmal der GT2, 40 bis 80 Watt. Dann der 0,15, 30 bis 70 Watt. 0,2 Ohm, 40 bis 100 Watt, 0,15, 50 bis 110 Watt, 0,5 Ohm, 25 bis 40, 0,3 Ohm, 35 bis 40, 0,18 Ohm, 50 bis 85 Watt und not least 0,2 Ohm, 50 bis 70 Watt, wobei Mesh-Colts, Keramik-Colts, reine Edelstahlkolz und so weiter. Also eine ganze Kette kann man bei Vaporesso auch beziehen. Ich habe, wie gesagt, jetzt den dicken drin, den, was habe ich gerade gesagt, 0,15 Ohm, der macht bis maximal 80 Watt, 65 bis 75, der Normalbereich. Und die Tube hat also da unten, na, das spiegelt sich so ein bisschen, da sieht, jetzt sieht man es, ein Entgasungsloch, hat also hier eine Power-Taste, fünfmal an, fünfmal aus. So wie man vorher sieht hier, grün heißt, der Akku ist voll, danach folgt blau, danach kurzzeitig rot und dann geht sie aus. Die Airflow ist nicht verstellbar, aber gibt den Cloud-Chasern oder die so richtig schön Durchzug mögen, genügend Luft. Das heißt also jetzt, je nachdem wie voll der Akku ist,
macht er bis zu, was habe ich ausgerechnet, 85 Watt. Je nach Coil, ne? Je nach Coil und wie voll der Akku ist, dann sinkt die Kapazität, sinkt auch ein bisschen die Leistung. Das heißt, je tiefer die Kapazität sinkt, je weniger Leistung bringt sie. Inwieweit das jetzt stabilisiert wird, konnte ich leider nicht messen. Das heißt, inwieweit sie die dementsprechende Leistung macht. Weil man kann den Kopf hier nicht abdrehen, um da meine Prüfspitze dran zu machen, weil die hatten 510er Gewinde und das kriege ich da nicht drauf. Ist natürlich ein bisschen schlecht, wenn man Messung machen will. Aber ihr wollt ja nur eins wissen, inwieweit und wie gut sie funktioniert. Sie liegt also gut in der Hand. Mit diesem Bubbleglas ist je nachdem, was für ein Coil man da reinsetzt, wie groß der Umfang des Coils ist, gehen bis zu 8 Milliliter da rein. Das ist also schon eine Menge. Das heißt, man kann da viele Stunden Spaß haben. So, und ich zeige euch das jetzt mal. Und ich ziehe wirklich nur kurz, weil ich so lange Züge, die ich sonst mache, kann ich hier nicht. So, und dann... Und das ist Base 50-50, also nicht VG-lastig. Das heißt, wenn ihr also die sogenannte Dripper Base habt, dann knallt das natürlich noch viel, viel mehr an Volten. Geschmacklich gesehen ist das Ding ein Brüller. Also diese Mesh-Golds, die werden immer besser. Da sage ich nur, holla die Waldfee, also da bleibt die Technik nicht stehen. Gefüllt wird das Ganze, indem man einfach hier oben das Drip-Tip anfasst, losdreht und dann seht ihr, die große Öffnung, ja, dass da reinpasst. Selbst wenn ihr eine Flasche habt, die da wirklich nicht reinpasst, hier habt ihr so eine, wie so eine Sicke. Seht ihr das? Also da neben Kippen schlappen geht gar nicht. Da ist eine Gummidichtung, die das Ganze auch abdichtet. Einziger Nachteil, was ich jetzt finde, den einen mag es stören, den anderen nicht, dass hier das Drip-Tip nicht wechselbar ist. Da passt auch kein Adapter drauf. Ich schau mal, ob man da noch einen Adapter drauf setzen kann, was vielleicht passt. Nein, das passt nicht. Das geht also nicht. Ein 510er wird da auch nicht reinpassen. Das sehe ich so schon. Oder? Nein, das geht nicht. Nehmen wir mal ein anderes, was das die Anschie hier so zur Verfügung hat. Nur um zu sehen. Nein. Also ein anderes Drip-Tip geht leider nicht. Geladen wird das Ganze über, ne? Ich glaube, da muss ich mal die eine Lampe höher machen. So, da seht ihr es, über USB. Und ich empfehle euch, nur 1 Ampere Netzteil zu nutzen. Weil, ganz wichtig, viele sagen immer, was will die Alte da eigentlich mit ihrer 1 Ampere?
Ja, es liegt an den Buchsen, an der Qualität der Buchse. Es gibt Buchsen, die kannst du mit 5 Ampere belasten. Es gibt auch Buchsen, die kann man nur mit 1 Ampere belasten. Die eigentliche Buchse, die Kontakte hier. Und ich habe das durchgetestet. 1 Ampere kontinuierlich. Und dann ist die, wenn die ganz leer ist, habe ich, glaube ich, hier irgendwo. Oh, dann habe ich gelöscht. Mit 1 Ampere, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das gedauert hat, bis der Akku voll war. Leider habe ich schon wieder eine neue Messung, dass ich euch das nicht sagen kann. Sie liegt auf jeden Fall schön in der Hand. Wenn einer nicht viel Schickimicki braucht und will nur eins dampfen, Wolken schmeißen und Geschmack haben, dann ist er dabei richtig. Also geschmacklich ist das wirklich das Ding eine Granate. So, ich würde sagen, wir schalten mal um auf die andere Kamera und ich zeige euch den Lieferumfang. So, da seht ihr die Verpackung in einem schönen Rot. Da steht Sky Solo Plus. Dann eben hier auf der Seite zu finden bei Facebook, dann wie bei Vaporesso, Ezig, bei Instagram, bei YouTube. Und da steht die Info von vaporesso.com. Da steht nur noch Vaporesso drauf, da nichts. Und da Just Enjoy. Da unten den Strichcode, dass es sich um ein Original handelt. Und die Zeichen brauche ich hier nicht einzeln zu erklären. Ne? FSK 18 ist selbstverständlich, dass es nicht für schwangere Frauen sind, selbstverständlich, und dass sie nicht, wenn sie kaputt ist, nicht entsorgt werden sollte in der normalen Mülltonne. So, dann lese ich euch mal vor, was da jetzt geschrieben steht. Hier oben alles in Englisch, kann ich eh nicht lesen. Ganz einfach, weil es in Englisch ist. Und leider war in der Verpackung keine Bedienungsanleitung, die war wohl irgendwo abangekommen. So, da sind wir die Spezifikation. 30 mm im Durchmesser, 130 mm ist lang, Tankkapazität 8 mm. Also ich habe teilweise 6 mm gemessen, je nachdem, was für ein Keuler drin ist. Dann ist da ein 3000 Milliampere-Stunden Akku drin und ich habe es getestet, es lag ganz, ganz knapp darunter. Und da steht noch, was drin ist. Einmal Sky Solo Plus. Dann ist da drin das Ladekabel von USB, ein User Guide, zweimal Meshkolz, viermal O-Ringe, einmal die Garantiekarte. Leider, wie gesagt, das User Manual, das fehlte. Da steht Manufaktur Shenzhen Smart Technology Limited. War mit Sicherheit jetzt wieder falsch ausgesprochen, weil ich bin der englischen Sprache nicht mächtig. Und da steht die Seite www.vaporesso.com. Aber wie gesagt, ich gebe die Adresse auch noch unten im Kommentarfeld ein. So, dann gehen wir einmal mal da rein. Die Verpackung sieht so aus. Da lag sie, wie gesagt, drin. Erwünschenswert wäre vielleicht noch gewesen ein Ersatzglas. Leider,
war da keins dabei. Ob man das im Nachhinein noch bestellen kann, weiß ich nicht. Hier sind, wie gesagt, die beiden Colts, die da reinkommen. Und wenn die da drin sind, passen mit Sicherheit 8 Milliliter da rein. Ich habe den etwas dickeren Colt, etwas niedriger in dem Widerstandswert. Und dadurch habe ich hier nur 6 Milli reingekriegt. Dann sind, wie gesagt, hier diese Dichtung farblich noch unterschiedlich, dass man die anpassen kann, so wie man das möchte. Rot, blau, schwarz, grün. Rot, schwarz, blau, grün. Genau. Ups, jetzt habe ich ein bisschen irgendwo was geschlabbert. Das kommt aufgrund dessen, weil das die Hantje nicht vernünftig ziehen kann. Und dann bildet sich natürlich Kondens. Ne? Aber ich habe hier auch nichts zu verheimlichen, zu verschönern. Das heißt, wenn man die vernünftig dampft, dann wird sie auch nicht sippen. So, da ist, wie gesagt, die Garantiekarte. Schade, ich hätte noch gern geguckt, was in der Anleitung steht, aber leider ist sie nicht dabei. Ich werde selbstverständlich werde ich sie für das Gewinnspiel sauber machen. Kommen wir zum Fazit. Da bin ich wieder. Also ich denke mal, ich habe alles gesagt. Kurz und bündig, es gibt auch nicht viel zu erzählen. Sie funktioniert einwandfrei. Wer Vaporesso kennt, weiß, Vaporesso liefert gute Dinge ab. Und summa summarum, die Entscheidung liegt bei euch. Ob das, was ich euch gesagt habe, ausreichend ist. Ich füge unten noch den Link bei im Videokommentarfeld und dann könnt ihr vielleicht noch einige Dinge nachlesen, an die ich nicht gedacht habe, was es noch für Möglichkeiten gibt der Farbe. Ich habe selbst noch nicht geguckt, weil ich sage, ich bin keine reine Reviewerin. Ich sage meine Meinung zu einem Produkt, was ich habe. Und wer mehr Informationen haben will, geht sowieso auf die Seite von Vapresso. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch kein Abo habt, lasst ein Abo da. Würde mich natürlich freuen. Daumen nach unten, Daumen nach oben. Ist mir eh egal. Die Daumen nach unten kommen sowieso. Und die Daumen, die nach oben kommen, sind sowieso ehrlich gemeint. Ne? Über einen Kommentar würde ich mich natürlich trotzdem freuen. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye, winke, winke, sagt eure Diane, die Smogwolke. Und tschüssi und weg. Bis dann, dann. Bye.